Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Selberinnen, liebe Selber, ich begrüße ganz herzlich zu der Präsentationsveranstaltung des Masterplans Innenstadt Selb. Mein Name ist Martin Karsten. Ich bin einer der, sage ich jetzt mal, Glücklichen aus dem Team, die mit Ihnen haben zusammenarbeiten dürfen seit September. Ich sage das deswegen, weil wir sind gerade auch von mehreren, auch von Presse zum Beispiel angesprochen worden. Wir finden es, obwohl wir an vielen Stellen in Deutschland sowas machen dürfen, mehrheitlich im Norden, aber auch im Süden, schon erstaunt und überrascht und begeistert, sagen wir mal, von dem Interesse, den Sie als Bürger und Bürgerinnen diesem Masterplan entgegenbringen. Ich weiß, Masterplan ist parallel zu einer Investitionsbemühung, Factory Outlet. Das ist gemeinsam zu sehen und das macht das Interesse aus, das weiß ich schon. Aber es ist nicht selbstverständlich, dass wir mit 80 Bürgern und Bürgerinnen in Arbeitsgruppen arbeiten durften und gerade bestimmt mit 120 Innenstadtspaziergang machen. Wie gesagt, wir fühlen uns da glücklich. Danke. Wir hatten ja nach der Auftaktveranstaltung am 14. September hatten wir zwei Arbeitsgruppeneinheiten und wir haben uns mit diesen Ideen, Anregungen und Ergebnissen zurückgezogen und haben versucht, die in eine Struktur zu bringen, die wir Masterplan nennen. Für uns ist ein Masterplan einer Innenstadt etwas, was aus einem Leitbild besteht, also irgendwie einer langfristigen Perspektive und einem Motiv, was aus Zielen besteht, was aus Strategien besteht und was aus Projekten besteht. Und wir versuchen Ihnen das heute in dieser Veranstaltung gemeinsam natürlich mit Herrn Oberbürgermeister, mit Herrn Resch und mit anderen Akteuren vorzustellen. Das Programm sieht folgendermaßen aus. Wir beginnen gleich mit Begrüßung und Einführung. Wo stehen wir heute? Von Herrn Oberbürgermeister Fülsch. Eindrücke zum Erarbeitungsprozess, Masterplan Innenstadt, ganz kurz. Und dann wird mein Kollege Hesse den Masterplan vorstellen mit seinen Aspekten, so wie wir im Prinzip Ihre Anregungen verstanden haben, das in eine Struktur für einen langjährigen Plan zu bringen. Dann wollten wir ganz gerne, weil das ein bisschen natürlich bei 17 Projekten oberflächlich bleiben muss, an drei Projekten noch mal ein Stück weit vertiefen, nämlich der Wohnungsneubau und die Stadtbibliothek am ehemaligen Bürgerpark. Wir waren vorhin schon im Innenstadtspaziergang, sind wir da vorbeigegangen. Dann zum Zweiten das, was schon ganz konkret gerade zu sehen ist, diese Verbindung zwischen Ludwigstraße und Schillerstraße, kommen mal rüber, die auch zum Fachmarktzentrum rübergehen soll. Das sind gerade die Abrissbagger, die es noch nicht gesehen haben, da ist schon was im Gange. Und dann ein Begriff, der aus einer Arbeitsgruppe rauskommt, Puzzlehotel. Wenn das erst neugierig macht, dann soll es auch so bleiben. Das werden wir nämlich nachher erst auflösen. Ist aber ein Leitprojekt auch im Masterplan. Dann möchten wir ganz gerne noch ein bisschen die Umsetzungspartnerschaft und die Rolle beschreiben. Dankenswerterweise, diejenigen, die beim Innenstadtspaziergang gerade dabei waren, haben Herrn Müller erlebt. Dankenswerterweise ist Herr Müller da als derjenige, der hier ein Factory Outlet nicht nur am Factory Inn, sondern auch unter Einbezug des ehemaligen Kaufhaus Storks entwickeln will und steht auch heute hier auf dem Podium Rede und Antwort. Darüber hinaus haben wir eine Lenkungsgruppe mit drei Stadträten, nämlich Herrn Kuhlmann, Herrn Henschel und Herrn Kischneck, die werden auch dabei sein, und Herrn Oberbürgermeister Pötsch, um so ein bisschen einzuordnen, wie kann es denn von dem Plan jetzt zur Umsetzung kommen. Und dann ist nochmal ein Teil, den wir gerne mit Ihnen machen wollen, also die Zettel, die da rumliegen, bitte noch nicht groß bekritzeln, sondern die brauchen wir nachher. Wir machen Murmelrunden, auch das werde ich nachher kurz erläutern, wie. Wir möchten, nachdem ja dieser Prozess der Erarbeitung des Masterplans, durch so viel Mitwirkung geprägt ist, kann das ja nicht abbrechen, sondern man muss sich überlegen, wenn es jetzt zur Umsetzung kommt, auch in Projekten, wie kann denn auch Mitwirkung in so einem Prozess Teil sein? Und das möchten wir gerne auch als Anregung von Ihnen haben. Und dann werden wir Ihre Ideen kurz mal mit Herrn Oberbürgermeister Pötsch
reflektieren und dann und der Abschluss. Also ich glaube, Sie kennen uns einigermaßen als Menschen, die auch im Zeitmanagement versuchen. Also 21.30 Uhr ist eigentlich die Zielzahl, die wir erreichen wollen. So, Herr Oberbürgermeister.